wir wollten heute eigentlich nach Lossa fahren. Flo sitzt schon an der Anlage. Ist doch jetzt was dazwischen gekommen. Wir müssen gucken, wo wir jetzt hinfahren werden in Holland. So eine Forellenanlage, weil das Problem ist. Anscheinend haben die Theater mit der Fische im Hälterungsbecken. Das heißt, Planänderungen, wir werden jetzt woanders hinfahren. Wir berichten. Hallo. So, wir sind jetzt bei Dorotheener Klippen. Da Lossa zuhört. Wir sind am Mischteich. Ist relativ voll hier. Wir probieren unser Glück. Mit Auftreiben und Spoon. Flo ist auch dabei, mit dir da hinten. Wird gleich auch mal kurz reingeblendet. Gucken, ob wir ihn nur einigermaßen sehen können. Da hinten steht er. Da ist Flo. Da ist der Flo. So, meine Frau ist auch dabei, Flo's Frau auch. Schwiegervater auch. Das ist der Typ mit der Kappe. Das ist die Frau von Flo. Und meine Frau ist heute auch dabei. Und dann wollen wir mal gucken, was so heute hier noch abgehen könnte. Wir sind mal gespannt. Wir haben gesagt, wir wollen bis ungefähr Mittag, Nachmittag angeln. Und ja, wir melden uns gleich. Wen hast du denn jetzt drinne? Ach hier, den Captain America sagst du, ne? Ja, aber ich steht längst keiner rum. Den können die so aufnehmen. Mal schauen, ich sag mal hier mit auftreiben, da geht ja auch nichts. Nee. Auf einen Auftrag noch, ne? Oder, nee, hab ich dich jetzt? Nee, du hast einen Biss. Machst du mal hin an der Seite? Ja, genau. Warte, pass auf. Ja. Perfekt. Das darf doch nicht wahr sein. Und unser Eins treibt sich hier ab. Hier gar nicht? Ach, trotzdem egal. Passiert. Ha, muss ich auch. Brauchst du einen Haken, das oder irgendwas?
Ah, jetzt ist bei dir durch die Grundroute gegangen. Warte. Ja, ich bin wieder raus. Na doch nicht. Oh, doch nicht, ey. Oh, Leute. Ja, ein Kescher wäre nicht schlecht, ne? Das ist ja, Zusammenarbeit. So, jetzt haben wir die Auftreibermontage fertig gemacht. Wir probieren es jetzt damit nochmal. Vielleicht klappt es damit ja mal ein bisschen mal was. Ja, momentan, ich weiß nicht, was los ist, aber es ist echt schwer. Vielleicht noch mal einer ans Band zu kriegen. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch mal.